Elvis Presley. Sänger, Musiker, Schauspieler. Durch seinen Hüftschwung wird der Ausnahmekünstler zum King of Rock'n'Roll ernannt und so auch zum internationalen Frauenschwarm. Aber wussten Sie auch, dass er sein erstes Geld nicht mit der Musik, sondern als Elektriker verdient? Nein? Aber fangen wir von vorne an. Elvis ist ein Einzelkind. Er wächst in liebevollen, aber ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Eltern sind einfache Arbeiter der amerikanischen Unterschicht. Er ist außerordentlich begabt, besonders musikalisch. 3 Oktaven umfasst seine Stimme. Seinen ersten Auftritt hat er mit 5 Jahren. Mit 11 bekommt der in Mississippi geborene Musiker seine erste Gitarre. Die damals herrschende Rassentrennung ist ihm egal. Er liebt schwarze Musiker und ihre Musik. Sein Leben lang bekommt er deshalb Morddrohungen. Darum hat Elvis auch immer eine Schusswaffe bei sich. Als Teenager trägt er auffällige und ungewöhnliche Kleidung. Weil er anders ist, wird er gemobbt. Bis Elvis bei einem Gesangswettbewerb teilnimmt und selbstbewusster wird. Als erster in seiner Familie macht er den Highschool-Abschluss. Später arbeitet er unter anderem als Elektriker. Nebenbei macht er viel Musik und das mit Erfolg. Mit 19 Jahren landet er seinen ersten Hit. Mit 22 ist er ein Weltstar. Denn er kreiert eine völlig neue Musikrichtung aus Country-Musik, Gospel und Blues. Der Rock'n'Roll ist geboren. Zu Deutsch Schaukeln und Rollen. Ein Slang-Ausdruck für Sex. Er verkauft weltweit mehr als 1,3 Milliarden Alben, mehr als jeder andere Künstler auf der Welt. Er nimmt in seinem Leben 700 Songs auf. Keinen einzigen hat er selbst geschrieben. Seine Tanzbewegungen lassen die Frauen in Ohnmacht fallen. Elvis Presley sieht sich selbst gerne als Gesetzeshüter. Deshalb hat er auch ein Blaulicht im Auto. Damit spielt er gerne Polizei. Er besitzt 37 Schusswaffen und Unmengen an Dienstmarken, die ihm Polizisten aus ganz Amerika geschenkt haben. Für einen seiner Hits entsteht 1957 das erste Musikvideo aller Zeiten. Dadurch wird Hollywood auf ihn aufmerksam. Im Laufe seines Lebens spielt er in 31 Kinofilmen mit. Er weiß, wie er seine Wirkung steigern kann. Eigentlich ist er dunkelblond. Doch für Hollywood färbt er sich die Haare schwarz. Denn so kommen seine blauen Augen besser zur Geltung. Während seines Militärdienstes ist er 1,5 Jahre in Deutschland stationiert. Genauer gesagt im hessischen Friedberg bei Frankfurt. Bei seiner Ankunft in Deutschland erwarten ihn kreischende Fans. In Deutschland lernt er seine spätere Ehefrau kennen. Sie ist die Stieftochter eines amerikanischen Offiziers und 10 Jahre jünger. Ihre gemeinsame Tochter ist sein einziges Kind und sein Ein und Alles. Doch die Ehe hält nicht lang. Denn er hat unzählige Affären. Während des Militärdienstes nimmt er zum ersten Mal Aufputschmittel, um Manöver besser durchzuhalten. Später kommen starke Schmerzmittel dazu. Elvis selbst hält sich nicht für drogenabhängig, weil sein Arzt ihm alles verschreibt. Alkohol dagegen verteufelt er, auch bei anderen. Er zieht sich gern in sein Haus zurück. Umgeben ist der King of Rock'n'Roll immer mit der sogenannten Memphis-Mafia. Das ist der Kreis seiner engsten Freunde. In seinem weltberühmten Anwesen lebt er mit der ganzen Verwandtschaft. Schätzungen zufolge verdient er im Laufe seines Lebens 4,5 Milliarden Dollar. Mit Anfang 40 ist er chronisch krank und hat schon 3 Herzinfarkte hinter sich. Denn er hat einen angeborenen Herzfehler.
Er ist dick und aufgeschwemmt. Die Welt denkt, er ist fresssüchtig. Doch der eigentliche Grund ist, dass Herz und Darm nicht mehr richtig arbeiten. Als ehemaliges Sexsymbol leidet er unter dem äußerlichen Verfall. Sein Tod mit nur 42 Jahren erschüttert die ganze Welt. Offizielle Todesursache: Herzversagen durch einen Herzfehler. Inoffiziell sind es aber wohl die Wechselwirkungen seiner vielen Medikamente. Elvis Presleys Grab liegt im Garten seines Hauses Graceland in Memphis.